Das war ganz leicht nur zu erkennen, ja, so eine längliche Form. Ja, und dann kam halt irgendwann die Nachricht, ja, die Bombe hat eingeschlagen. Ja, es ist 4500 Jahre alt. Julia, ich gehe längs ein. Ja, entdeckt durch puren Zufall. Jahrtausende lag dieser Einbaum aus der Steinzeit unbemerkt auf dem Grund des Bodensees. Jetzt wird er geborgen. Wir haben es bereits jetzt mit Rissen zu tun. Ungewiss, ob sie ihn heil hier herausbekommen. Es ist der älteste Einbaum, der bisher hier im See gefunden wurde. Eine Sensation. Wenn man eben dann so ein Fahrzeug hat, was ja einfach schon vor so langer, langer Zeit benutzt wurde, dann ist es irgendwie wie so ein Blick in eine ganz andere Welt. Wer ist vielleicht in diesem Einbaum mal über den See gepaddelt? Was ist da drin transportiert worden? Worum ging es den Leuten, wenn sie den Einbaum zu Wasser gelassen haben? Das finde ich irgendwie faszinierend, wenn man sich das so überlegt. Sie leitet die Bergung. Julia Goldhammer. Archäologin am Landesamt für Denkmalpflege und leidenschaftliche Fragenstellerin. Der Einbaum ist ihr bisher spektakulärster Fund. Was ich an der Archäologie so interessant finde, ist eben, sich zu überlegen, wie haben die Menschen gelebt, mit welchen Dingen mussten die klarkommen, also wie haben sie einfach ihr tägliches Leben gemeistert. Wir kennen aus der Zeit Fischernetze, Angelhaken, also die Fischerei hier am Bodensee wird sicherlich schon sehr, sehr lange gegeben haben. Und Einbäume legen eben auch ein Zeugnis davon ab, dass man das Wasser genutzt hat in der Zeit. Der Fundort liegt ein paar Kilometer nordwestlich von Konstanz im Untersee. Genau hier fließt auch der Rhein durch den See. Das Bergungsteam macht sich startklar auf seinem Schiff, der Netta. Wir nutzen die Netta als Büro, als schwimmendes Büro. Es ist natürlich für die Aufsicht, die wir ja über die Grabung immer gewährleisten müssen, ist natürlich sehr viel komfortabler als draußen dann bei schlechtem Wetter. Wir arbeiten ja auch bei minus 10 Grad. Martin Meinberger, Chef der Tauchcrew, packt sich warm ein. Er ist ein erfahrener Forschungstaucher und hat schon viele archäologische Schätze aus dem Wasser gerettet. Rund 4000 Jahre lag der Einbaum verborgen unter weißer Seekreide. Nur ein kleiner Teil schaute heraus. Die Seekreide hat ihn luftdicht verpackt und damit auch konserviert. Nur deswegen gibt es ihn überhaupt noch. Ein Teil dieses Sediments nehmen die Taucher mit heraus und hoffen, dass das poröse Holz so seine stabile Hülle behält. Die Säge. Okay, in langen Zügen, ne? Eine Säge? Tatsächlich, sie zersägen den Einbaum. Ein Meter langes Stück wird heute geborgen. Im nächsten Schritt schieben wir den ganzen alten Block vor und legen hier unsere Palette hin. Ne? Aber jetzt ziehen wir es erstmal vor. Von Beginn an war klar, dass es unmöglich sein wird, den über 8 Meter langen Einbaum im Ganzen aus dem Wasser zu holen. Zu porös, zu fragil das alte Holz. Schnell noch eine schützende Folie, damit er feucht bleibt. Und ab mit der 300-Kilo-Kiste aufs Boot. Sehr gut gelaufen. Vor allem ist es ohne Schäden rausgekommen, also ohne neue Brüche. Das ist einfach entscheidend. Garantieren kann man das überhaupt gar nicht bei den vielen Unwägbarkeiten, die in so einem Holz und im Sediment drinstecken. Sorgfältig wird es gereinigt. Mit einem sanften Wasserstrahl spült das Archäologenteam Seekreide von der Außenwand des Einbaums. Das sind Muscheln. Da haben sich Muscheln reingefressen.
Und da dann eben diese Schrammen, diese Löcher reingefressen. Ne? Also die Löcher, so ganz kleine Löcher, die da zum Beispiel, da sind schon Schilfwurzeln, Schilfrhizomen durchgewachsen oder andere Wasserpflanzen. Und das zeigt ja auch schon, jetzt schon optisch, ohne dass man jetzt mit dem Mikroskop ran muss, sieht man schon den beginnenden Zersetzungsprozess. Ich weiß es nicht, das ist Spekulation, aber in ein paar Jahrzehnten wäre der einfach weg gewesen. Diese beiden haben ihn gerade noch rechtzeitig entdeckt. Hallo. Hi. Seid ihr schon fleißig? Sind wir gespannt, euer was ist Einbaum. Neues? Ja. Bei der Bergung wurde ja ganz viel Seekreide noch mitgenommen, ja, unter dem Holz, um das Holz zu schützen. Und das muss halt jetzt weggeputzt werden. Und das, aber da sind wir jetzt eigentlich schon fertig. Aber faszinierend, ja, echt. Genau. Unglaublich. 4500 Jahre. Cool. Bei einem Ausflug mit ihrem Stand-up-Paddel fielen ihnen die schemenhaften Umrisse auf dem Grund auf. Die beiden haben das alles ins Rollen gebracht. Sie haben den Einbaum im Bodensee entdeckt. Ganz leicht nur zu erkennen, ja, so eine längliche Form und hinten dieses charakteristische Eck, das war dann irgendwie mir schon gleich klar. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gesagt, das muss ein Einbaum sein. Ja, und dann kam halt irgendwann die Nachricht, ja, die Bombe hat eingeschlagen. Ja, es ist 4500 Jahre alt und das war emotional auch für uns irgendwie schon eine wahnsinnige Geschichte. Ja, unsere Freundschaft, ja, wir haben zusammen ein Boot und jetzt haben wir zusammen einen Einbaum gefunden. Das ist schon unglaublich. Ja. Julia Goldhammer war schon bei vielen Bergungen und Grabungen dabei. Vor allem die Archäologie unter Wasser fasziniert sie. Und da weniger die funkelnden Schätze, sondern Funde, die aus dem Leben und Alltag der Menschen erzählen. Julia, ich gehe längsseitig. Ja, Achtung, hier ist eine Boje. Zwischen den Bojen. Die Taucher schon bei der Arbeit. Nur der letzte Teil des Einbaums, der Bug, muss heute noch aus dem Wasser. Also das jetzt so viele Wochen durchzuhalten, ist echt, also Respekt. Habe ich auch schon gemacht, aber es ist wirklich, das Wasser ist nicht besonders warm. Man hat zwar warme Kleidung an, aber die schaffen ja einfach auch stundenlang. Und dann ist es einfach richtig anstrengend. Die Taucher suchen auch die Umgebung akribisch ab. Jedes kleine Fundstück muss mit. Das ist das Holz aus dem Sediment? Das hier ist die Bugnut. Ja, okay, ah, ja. Und das hat es halt hier genommen, ne? Das war ja im Prinzip für ein Abs. Der Bug ist ja insgesamt viel, viel dünner erhalten als der ganze Rest. Und da war das zu erwarten, dass vielleicht auch irgendwo mal was abbricht. Eins, zwei, erfolgreich abgeschlossen. Super. Das ist auch dann mal gut. Das reicht. 7 Wochen jetzt am Stück. Ja. Das ist genug. Ja, ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Die Taucher haben es gut gemacht. Ja. Wir sind den Forschern des 19. Jahrhunderts ähnlicher als Wissenschaftlern des 21. Wir haben das Privileg, auf Dinge zu stoßen, die vor uns, in diesem Fall 4000 Jahre, niemand gesehen hat. Hast du gut zusammengefasst, auf jeden Fall. Julia Goldhammer neugierig auf die frisch geborgenen Einbaumteile. Welche neuen Spuren oder Details gibt es? Also hier sieht man so Einbuchtungen oder Negative im Holz. Sieht man eben hier diese Grate und zwischendrin immer so eingebuchtete Bereiche. Das ist eben da, wo das Beil aufgetroffen hat oder der Dechsel vermutlich. Und dann kam der nächste Schlag und dann kam der nächste Schlag. Und der zweite Schlag hat immer einen Teil vom ersten Negativ wahrscheinlich auch wieder mit weggenommen. Und dadurch ergibt sich dann dieses Muster. Es sieht so aus, als ob hier noch mit Steinwerkzeugen gearbeitet wurde. Und später dann wurde ein Bronzebeil gearbeitet. Und das sieht dann anders aus. Steinbeil, Bronzebeil. Wie war das, damit zu arbeiten?
Ganz in der Nähe bauen Archäotechniker gerade einen Einbau. Julia Goldhammer interessiert sich brennend für ihre Arbeit. Die Erhaltung ist echt gut. Also man sieht auch so ein bisschen so Bearbeitungsspuren. Das ist ja für uns sozusagen immer ganz wichtig. Halt die Frage, also, genau. Deshalb dachte ich, ich muss mal vorbeikommen, muss mir das angucken. Ihre Werkzeuge sind den steinzeitlichen Vorbildern originalgetreu nachempfunden. Man könnte mal versuchen, praktisch am Einbaum mit den Geweihstücken zu arbeiten. Vielleicht einfach an dem hinteren oder vorderen Ende einen Fleck mal ausholen und dann. Genau. Also die Phase schön ansetzen. Und dann hier mit der Kante. Genau. Kleine also scharfe Schläge. Mit einer Hand oder mit zwei? Mit zwei ist es besser, wenn man dann einfach hier gezielt in den Winkel schlagen kann. Also es steigt die Achtung vor den Leuten, die das früher gemacht haben. Ja, sowieso immer. Ja. Ich möchte halt verstehen, wie haben die Menschen früher gelebt, mit welchen Schwierigkeiten hatten sie es zu tun. Ja, man muss sich einen Einbau bauen, um auf einem Gewässer von A nach B zu kommen. Und die Werkzeuge hatten halt eine enorme Bedeutung. Also der Mensch hat sich ja dadurch evolutionär auch so weit entwickeln können, weil er einfach diese Fähigkeit und diese Ideen hatte, dass er diese Werkzeuge so benutzt, dass es ihm irgendwie Vorteile gibt. 580, so ungefähr. Ja. Der Einbaum, den wir bergen, der hat 8,56 Meter. Also zumindest das, was unter Wasser gemessen wurde. Bitte! Die Bootsbauer wollen demnächst mit ihren Einbäumen bei einer Regatta starten. Julia Goldhammer hat neue Fragen. Sie will wissen, wie sieht so ein Baum aus, aus dem man einen Einbaum bauen kann? Wo könnte er gewachsen sein? An diesem Steilhang direkt am See? Julias Kollege Oliver Nelle hat sie hierher geführt. Der Dendrochronologe weiß alles über Holz und Bäume. Sie suchen nach einer Linde. Der Steinzeiteinbaum ist aus Lindenholz. Auch mit der Schneelast, dann reißt die Bäume runter. Da hinten ist ein richtig schön großer. Ja, wie groß war der Einbaum vom Durchmesser her? Am Heck so 79 bis 80. Aha. Zentimeter Durchmesser. Also ist halt die Frage, wie viel die außen abgenommen haben. Ja, ne? Ja, also von Weitem, was würde ich schätzen? Na, 80 wird er vielleicht nicht ganz haben. Ja, ist vielleicht aber ein bisschen dünner, aber. Annähernd. Schauen wir uns mal aus der Nähe an. Glück gehabt. Denn normalerweise wächst diese Baumart gar nicht in unseren Wäldern. Aber hier im besonders artenreichen Privatwald des Freiherrn von und zu Botmann steht tatsächlich eine alte Linde. Ist er so dick wie der Einbaum? Ich würde sagen, ja. Vielleicht ist er dicker. Ja, er ist gut 80, also er hat vielleicht sogar 90. Ja. Das heißt, da sind wir schon bei geschätzt, jetzt grob geschätzt, 200 Jahren. Mhm. Und damit wäre das eigentlich ein geeigneter, von der Länge her auch, geeigneter Stamm für den Bau eines Einbaumes. Für mich ist es sehr hilfreich, dass ich so einen Baum mal in echt sehen kann, der theoretisch einfach die Maße hätte, um ihn als Einbaum zu nutzen. Oder einfach ja, den Einbaum, den wir geborgen haben, er war einfach mal ein so großer, beeindruckender Baum. Und das hilft, sich vorzustellen, was für ein Aufwand das gewesen ist, den Baum zu fällen, zu bearbeiten, daraus einen Einbaum zu machen. Der Einbaum ist das Wasserfahrzeug der Steinzeit und die Urform unseres Boots. Achtung, Welle von Backbord! Wie sah sie aus, die Welt am Bodensee, vor 4000 Jahren? Es ist wie so, wir gucken durch ein Schlüsselloch und sehen einen kleinen Ausschnitt und können uns vielleicht dann was zusammenreimen und überlegen, okay, hier passiert irgendwie dieses und jenes und wahrscheinlich war es so und so. Aber wir haben nie das ganze Bild. Also wir versuchen halt immer, diese Puzzleteile zusammenzulegen, um möglichst viel darüber aussagen zu können. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir irgendwann Indizien oder Beweise dafür haben, dass Theorien stimmen. Bloß, es bleibt auch ganz vieles im Dunkeln.